Es ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich hier war. Frank hatte mich auch schon mal eingeladen. Und da hatte ich auch schon aus der, ja, von der Digitalisierung des Lernens bei Siemens berichtet. Und sehr spannend, wo bei uns die Reise da auch hingeht und wie wir uns da weiterentwickeln. Da würde ich auch gerne einen kleinen Ausblick geben. Aber erst nochmal, wenn es für euch auch okay ist, nochmal den Blick nach außen zu richten. Was passiert eigentlich um uns herum? Und wie begründet das dann auch ganz logisch, Mareike, was du gesagt hast, auch so ein ganz tiefer Glaubenssatz von mir, dass eben das Thema Führung, das Thema auch der Menschenzentrierung, wie wir es so schön nennen, und dann eben auch des Lernens, des lebenslangen Lernens, ganz wichtige Erfolgsfaktoren sind für die Zukunft. Nicht nur in Organisationen, aber ich denke auch in der Gesellschaft. Und insofern habe ich eben jetzt so eine Geschichte auch vorbereitet nochmal. Was sind die Themen, die wir vor allem auch aus einer Siemens-Sicht, aber ich denke auch, es wird euch auch sehr bekannt vorkommen aus der individuellen Sicht, die uns treiben. Was sind denn da eigentlich so die fundamentalen Veränderungen, die gerade stattfinden? Und was heißt es dann auch? Ich habe es jetzt erstmal für uns als People and Organization im Überblick und dann aber auch nochmal stärker im Detail auch für das Thema Entwickeln und Lernen und gerade auch die Rolle der Führungskräfte. Einige der Themen und Argumente, Susanne hatte es vorhin auch angesprochen, wenn wir hier mal auf die Megatrends schauen, so nennen wir das, die uns im Umfeld treiben, dann kommt euch das alles bekannt vor. Und ich glaube, derzeit jetzt gerade auch nochmal in einer Zuspitzung mitten in der Pandemie, wer hätte das gedacht? Auch die Beispiele, Susanne, was du gerade gebracht hast, die Anpassungsfähigkeit, Adaptability, wie sie hier unten steht. Ich habe die Slides jetzt in Englisch dabei. Wir produzieren eigentlich nur noch Folien in Englisch. Aber wenn es irgendwie eine Rückfrage gibt oder so, bitte einfach die Hand heben. Ich hoffe, das ist in Ordnung so. Das heißt, das Thema Anpassungsfähigkeit, das Thema der Nachhaltigkeit, da kommen wir natürlich auch siemensseitig mit unseren Lösungen, können wir da einen ganz starken, auch globalen Beitrag liefern. Das Thema human-centric. Wir haben uns erst kürzlich auch von Human Resources auf People und Organization umbenannt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz starkes Signal, dass wir eben nicht das Humankapital betrachten, sondern den Mensch betrachten und wie er sich am idealsten in sich wahnsinnig schnell verändernden Umfeldern, in der auch eine individuelle Anpassungsfähigkeit eine ganz wichtige Kompetenz ist und eine ganz wichtige Fähigkeit ist, wie kann man auch das Individuum fördern und in der Organisation den Rahmen schaffen, in dem Wachstum möglich ist, persönliches, aber auch organisationales. Und da gibt es natürlich gerade auch durch Technologie, wir sehen das im Lern- und Entwicklungsbereich ja ganz stark, der Einfluss der Technologie. Und gleichzeitig aber auch, Susanne hat es gesagt, bei aller Technologie, natürlich dann auch wiederum der People-Faktor. Wie können wir auch Kontext schaffen? Wie können wir echte Veränderung fördern? Was nicht passieren darf, ist Stillstand. Und wir sehen, dass New Entrants, also auch neue Wettbewerber, komplett neue Unternehmen aktuell entstehen in Bereichen, die wir so vielleicht gar nicht gesehen haben, die auch mit ganz neuer Art und Weise, wie sie Dinge adressieren, auch Märkte komplett umkrempeln. Und da ich hier Ecosystem Approach, also dieses Arbeiten in Ökosystemen, ich komme dazu gleich, das wäre wahrscheinlich eine Session für sich. Da haben wir auch vor kurzem, oder wir hatten jetzt über das letzte Jahr hinweg dort auch ein Programm mit unserem Top-Management, mit unserer Strategieabteilung, mit vielen, vielen, mit über 100 weiteren Tragenden aus in- und extern Siemens, gemeinsam ein Programm entwickelt, was wirklich ganz viel neues Denken ausgelöst hat und auch ein darüber nachdenken, wie wir eigentlich Wertschöpfung in der Zukunft auch gestalten wollen. Das so als Rahmen. Was heißt denn das jetzt mal ein Stück konkreter?
Ich habe mal drei Beispiele rausgegriffen, wo wir auch als Siemens unmittelbar dran anknüpfen, die uns aber auch als Gesellschaft und als Individuen, glaube ich, ganz stark umtreiben. Das eine ist, und wir sehen das ja gerade auch in der politischen Diskussion, wenn wir Sustainability weiterdenken, wenn wir Energiewende weiterdenken, was heißt denn das im Detail? Wenn wir mal für Deutschland jetzt mit Blick auf den deutschen Markt mal einen Durchschnitt nehmen, dann erleben wir in 10 Jahren im Schnitt 2,4 Stromausfälle. Das heißt also, wir sind sehr stabile auf Stromversorgung gewohnt. Wir werden bis 2030 circa 67% aus dezentraler Energiegewinnung haben. Das heißt, erneuerbare Energien, das wesentlich komplexere Anforderungen an unsere Netze, an unsere Stromnetze und an sogenanntes dann auch smartes Management dieses Stromnetzes. Da haben wir jetzt auch kürzlich nochmal eine eigene Firma für gegründet, was natürlich auch eine Riesenherausforderung ist, das entsprechend auszubalancieren und da mit intelligenten Konzepten zu kommen, um Stromversorgung und die Art und Weise, wie wir auch gewohnt sind, mit Energie versorgt zu sein, aufrechterhalten zu können. Und dabei aber eben auch Nachhaltigkeit zu treiben, eine Riesenherausforderung. Wenn wir auf den zweiten Trend schauen, da gibt es ja verschiedene Prognosen, voraussichtlich, wir rechnen mit 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir werden 5 Milliarden davon werden bis 2030 in Großstädten leben. Wenn man das zum Beispiel auch mal auf München runterrechnet, die Anforderungen, die an öffentlichen Verkehr kommen werden, sind immens. Jetzt kann man sagen, man löst es über Infrastruktur, aber man wird wesentlich mehr Intelligenz auch brauchen. Digitalisierung ist da ein Riesentreiber, um mit diesen Riesenherausforderungen auch klarkommen zu können. Und ein letztes Beispiel, das uns natürlich auch massiv umtreibt, wenn man sich auch die ganze Energiedebatte und Nachhaltigkeitsdebatte genauer anschaut, wo sind denn eigentlich wirklich die großen, wo sind die Quellen, wo findet Energieverbrauch statt? 40% unseres Energieverbrauchs weltweit passiert in Gebäuden. Unsere Gebäudetechnik, aber natürlich auch die komplette Automatisierung und Digitalisierungstechnologie könnte hier einen oder kann hier einen riesigen Impact haben, einen riesigen Wirkung entfachen. Da gibt es noch ganz viel aufzuholen. Das hat aber auch ein ganz anderes Denken zur Folge und auch ein ganz anderes Betrachten nochmal auf echtes Kundenverhalten. Und wie verhalten sich auch die Nutzer? Und wie kann man wirklich dazu motivieren, dann sozusagen auch Nutzerverhalten dann entsprechend zu verbessern? Wir sprechen ja immer von User Experience, eine bessere Nutzererfahrung auch zu erzeugen. Also das sind so ganz wichtige Trends. Da könnte man jetzt noch weitere aufführen. Aber ich denke, Zentrale, die uns als Unternehmen umtreiben und die euch sicherlich auch Fragestellungen sind, die ihr heute schon erlebt, ja, die vielleicht nicht optimal funktionieren. Was ist der Versuch, unsere Antwort darauf? Das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, ist eigentlich die digitale Welt und die physische Welt zu vereinen. Also gerade auch die physischen Assets, die Infrastruktur, die wir haben, durch Intelligenz, durch Digitalisierung, durch Automatisierung, die Effizienz zu erhöhen, die Verfügbarkeit zu erhöhen, die Nutzererfahrung zu verbessern, die Flexibilität zu erhöhen und am Ende damit natürlich auch einen Riesenbeitrag zur Nachhaltigkeit zu liefern. Da stecken, glaube ich, Riesen auch Einsparpotenziale drin. Hoffentlich natürlich auch im Zuge einer besseren Nutzererfahrung. Und da gibt es verschiedene Beispiele, die wir da haben. Ich komme da gleich noch mit dazu mit einem anderen Bild, weil ich glaube, da gibt es jetzt zwei Entwicklungen, die wir sehen. Und die sind dann für uns im P&O und natürlich auch, wenn man sich das Nutzerverhalten anschaut, auch für uns im Learning am Ende des Tages. Was passiert da eigentlich? Wir haben, glaube ich, zwei Strömungen. Ich habe das jetzt mal sehr simplifiziert hier. Das eine ist, sind Geschäftsmodelle und Herangehensweisen zur Optimierung. Das heißt, wir holen aus Bestehenden mehr raus. Wir steigern die Produktivität. Wir haben zum Beispiel über Automatisierung, Digitalisierung komplett neue Servicekonzepte. Wir können, wenn man jetzt an Bahnbetrieb zum Beispiel denkt, durch vorausschauende Instandsetzung oder durch vorausschauende Serviceverträge
können wir Ausfälle reduzieren. Wir können Verfügbarkeiten bis zu 100% sozusagen über Digitalisierung, über Automatisierung und über Nutzung von Daten, über Nutzung von intelligenten Servicekonzepten erzeugen. Da könnte man jetzt durch sämtliche Branchen durchgehen, was da ein Potenzial drin steckt. Das kennt ihr alle. Der zweite Effekt ist, und das sehen wir doch in immer mehr Märkten, ist eben eine komplette Disruption, also ein komplettes Umkrempeln von Geschäftsmodellen. Und da, um nur ein Beispiel zu nennen, und das ist gleichzeitig auch ein sehr, glaube ich, prominentes Ecosystem-Beispiel. Wir haben eine neue Firma akquiriert, die heißt Mendix. Das ist eine Plattform, im Prinzip Open Source, für sogenannte Low-Code-Applications. Also es ist eine unterstützte Entwicklung von Industrieapplikationen. Und der Trick ist eigentlich, oder das Konzept ist, dass wir dort weltweit verteilt mittlerweile über 200.000 Entwickler auf dieser Plattform haben. Die sind nicht auf irgendeiner Siemens-Payroll, sondern die sehen einfach den Mehrwert in dieser Plattform, mit uns gemeinsam Applikationen zu entwickeln. Also das heißt, wir nutzen die Intelligenz des Ökosystems, wir inspirieren die, mit uns gemeinsam neue Dinge zu entwickeln und lernen dadurch natürlich auch wahnsinnig viel und das Netzwerk lernt untereinander. Heißt aber auch, man muss irgendwo das richtige Maß zwischen offen und geschlossen, wo muss man Kontrollpunkte setzen, wo muss man Dinge schützen, wo öffnet man sich komplett. Das sind ganz neue Anforderungen, die da kommen. Und es ist super spannend zu sehen, wie dieses noch junge Unternehmen, wie schnell das wächst, wie die jetzt auch skalieren und wie die eigentlich komplett neue Spielregeln auch in bestimmten Segmenten und Märkten setzen. Das heißt, das kommt, das ist bereits schon da. Was heißt es jetzt für uns? Wenn wir jetzt mal auf die P&O-Organisation genauer schauen, auf HR schauen. Wir sehen einen Trend für Organisationen. Es kommt eigentlich immer weniger, und da erzähle ich jetzt, glaube ich, auch nichts Neues an, auf die pure Größe an. Also alles, was wir noch kennen aus den Gesetzen, sozusagen Marktführerschaft Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Überskalierungseffekte kann man sozusagen Eintrittsbarrieren erzeugen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil generieren. Das schwindet zunehmend, möchte nicht sagen, dass das ist natürlich immer noch die Realität in vielen Märkten, aber es kommen immer mehr Märkte, wo es eigentlich nicht mehr um die schiere Größe geht, sondern es geht um Netzwerkeffekte. Es geht darum, dass Produzenten für andere Konsumenten Mehrwerte generieren und man das clever orchestriert. Und das hat einen fundamentalen Einfluss auf, wie sieht Wertschöpfung aus und wie sieht in Zukunft eigentlich strategische Zusammenarbeit aus und wie müssen wir natürlich dann auch entsprechend denken und uns verhalten. Wie führen wir, wie arbeiten wir zusammen, wie gestalten wir Organisationen? Und um diese Anpassungsfähigkeit zu fördern, haben wir in unserem HR-Portfolio eigentlich immer noch eine ganze Reihe an Themen, die dem eigentlich entgegenstehen, wo wir Mechanismen und Prozesse am Start haben, die eigentlich kontraproduktiv sind. Und wir haben da auch mal die wichtigsten Mythen sozusagen des HR auch mal aufgeschrieben und gesagt, warum machen wir das eigentlich immer noch so? Und ich möchte mal drei herausgreifen. Das eine war das Thema Leadership. Was ist eigentlich der Blick auf Leadership und welche Form von Führung ist denn eigentlich gebraucht? In diesem Zusammenhang auch Leadership Frameworks. Ihr habt sie wahrscheinlich alle. Wir hatten das auch. Das 10 Dimensionen umfassende Leadership-Modell, das beschreibt, wie der perfekte Leader auszusehen hat. Und man kann es dann duplizieren und dann bricht man das in Lernprogramme runter und schickt dort alle durch und dann kann der jedes Geschäft oder der, die, wie auch immer, jedes Geschäft steuern. Diese Zeiten sind leider, sagen wir mal, in dieser Dynamik, in den Marktumfeldern, in denen wir drin sind, in vielen Bereichen vorbei. Ich möchte das auch nicht generalisieren. Viele dieser Dinge sind sicherlich auch noch übertragbar. Aber es ist dringend an der Zeit, da auch neues Denken und neues Handeln zu fördern. Uns mangelt es nicht am alten Denken und Handeln. Das hat natürlich dann auch Einfluss auf Lerncurricula. Ist das noch die richtige Antwort oder müssen wir nicht andere Formen des Lernens haben? Und auch auf das Thema Performance Management. Ist denn das noch die richtige Antwort, dass wir einmal im Jahr Ziele setzen und dann einmal im Jahr den Messstab reinhalten, dann entsprechend incentivieren? Ist es noch, wird es dem Umfeld, in dem wir drin sind, noch gerecht? Und viele dieser Fragen haben wir für uns mit Nein beantwortet.
Insofern haben wir gesagt, okay, es ist, glaube ich, Zeit auch für einen mutigen Schritt in vielerlei Hinsicht. Ich habe jetzt mal 4 rausgepickt. Das eine ist, lass uns von diesem Gedanken des perfekten Leaders, der eher die Antworten gibt, statt sozusagen das Lernumfeld und die richtigen Fragen zu stellen und das Lernumfeld schafft, in dem Wachstum möglich ist. Das hat ganz viel mit Lernen zu tun. Ich glaube, da kommt den Führungskräften eine ganz entscheidende Rolle zu. In dem Kontext auch, das war jetzt eher ein Schritt, aber auch ein wichtiger symbolischer Schritt zu sagen, naja, dann kannst du aber auch nicht mehr die perfekte Schablone geben, wie so ein Leader aussehen soll. Ja, was machen wir denn dann? Ich komme gleich dazu. Learning Curricula. Wir investieren unheimlich stark in die Technologie, in die Individualisierung. Wir wissen aber alle, Susanne hat es vorhin auch gesagt, ich sage immer, Content is King, Kontext ist King Kong, weil das eine ist Inhalt und da mangelt es uns ja nicht. Das andere ist aber, wie wird wirklich Verhaltensänderung getriggert? Wo reicht es sozusagen, mit Inhalt zu arbeiten? Wo muss dann aber wieder Kontext kommen? Und auch da hat, glaube ich, Führung eine wichtige Rolle. Und das dritte war dann das Thema Performance. Und man wird gleich sehen, dass das ganz schön ineinander fällt, dass wir sagen, ja, einmal im Jahr Performance-Messung, warum machen wir das eigentlich immer noch so? Ein riesen Prozess dahinter, Tools dahinter, Instrumente, Dokumentation und so weiter. Wir haben gesagt, wir brauchen doch einen kontinuierlichen Dialog. Ganz pragmatische Führung, es kann ja nicht sein, dass wir das Signal setzen, dass es reicht, einmal im Jahr mit Mitarbeitern zu reden. Wir haben gesagt, wir brauchen kontinuierliche Growth Talks. Man muss eigentlich immer wieder in diesen Abgleich gehen und sagen, okay, was sind denn unsere Lern- und Entwicklungsziele? Wie passt das zusammen mit unserem Geschäftsziel? Eine Auseinandersetzung mit strategischen Prioritäten und was heißt das für unser Verhalten? Das sind die 4 Hebel, die wir angegangen sind, beispielhaft. Das Ganze ist jetzt auch verknüpft mit unserem Recruiting-Ansatz. Wie gehen wir eigentlich überhaupt an Talente ran? Auch das neu zu denken und zu überlegen, wie kann das funktionieren? Und er hat ein ganz starkes Fundament auch im Thema der Diversität, wo wir uns jetzt auch stärker Ziele setzen, doch den Schritt auch gehen, wirklich Ziele zu setzen, um echt Veränderungen zu erzeugen. Das ist jetzt die Art und Weise, wie das zusammenspielt. Also ihr seht schon, das eine ist eine andere Form von Führung. Und gesagt, lass uns weggehen von diesen starren Leadership-Frameworks hin zu einer auf Diversität basierenden, inklusiven Führung. Diverse Teams mit unterschiedlichen Sichtweisen, die auch unsere, sagen wir, die Verhältnisse bei unseren Kunden, unserer Gesellschaft mitspiegeln. Kontinuierliche Auseinandersetzung und zwar Regular Conversations, das merken wir jetzt auch, das sollten wirklich sogenannte transformationale Gespräche sein. Also nicht, es sollten Gespräche sein, die wirklich auch sozusagen etwas auslösen, die neue Gedanken triggern, die eine Offenheit und eine Offenheit für Gedanken mitbringen und eben nicht mit vorgefertigte Meinungen geprägt sind. Und auch aber an strategischen Prioritäten des Unternehmens ausgerichtet sind. Und das Ganze findet in den sogenannten Growth Talks statt. Der nächste Punkt ist das Thema Lernen. Wenn wir sagen, wir müssen eigentlich von einer, wir wissen es, wir wissen alles, Kultur hin zu einer, wir lernen alles Kultur, weil wer kann denn alle Antworten schon haben? Wenn wir in komplett neue Felder reingehen, dann geht es für alle darum zu lernen. Natürlich können wir auch auf Erfahrung aufbauen, aber manchmal ist die Erfahrung sogar hinderlich. Wenn ich einfach über Jahre hinweg gelernt habe, wie ich sozusagen Produkte skaliere und jetzt aber in Plattform denken soll, also denken soll, wie kann ich aus so einem Produkt jetzt eine Plattform machen, was sind die Mechanismen dahinter, dann erfordert es einfach eine hohe Offenheit zu lernen, genau hinzuhören, vielleicht auch Fragen, die schon 100-mal gestellt wurden, sie vielleicht nochmal zu stellen und wirklich nochmal genau hinzuschauen, was ist das, was unsere User, unsere Kunden umtreibt, haben wir es wirklich verstanden? Und das hat natürlich auch ganz viel mit Lernen zu tun. Und da sind wir jetzt schon eine ganze Weile auf der Reise. Wir haben einen Fundamentalwandel sozusagen in unserer Lernorganisation von einer eher Serviceorganisation hin zu einer komplett digitalisierten, plattformbasierten und jetzt im nächsten Schritt ein sogenanntes Learning Ecosystem, wo wir
Netzwerkeffekte generieren, wo wir Produzenten mit drauf haben, wo wir Content-Lieferanten mit drauf haben, wo wir dann aber auch User, unsere Nutzer, die wiederum für andere Nutzer Inhalte generieren, die das kuratieren, die sich beteiligen, die bewerten, die versuchen, ein lebendiges Ökosystem zu prägen. Und da sind wir mitten auf der Reise. Das wäre sicherlich auch wahrscheinlich eine Session an sich. Und das sind damit auch die strategischen Richtungen. Also wir versuchen in Richtung eines Ökosystems zu gehen. Wir versuchen eben auch im Bereich des Content auch nochmal abzuschichten. Wie kann man es da einfacher machen? Wie kann man noch fokussierter rangehen? Was sind die Themen, die wahrscheinlich eine übergreifende Relevanz haben? Was ist hoch individuell? Wir gehen auf das Thema der Inspiration. Also da ist auch eine ganz starke Kommunikationskampagne mit dahinter. Und wir gehen auf das Thema immer stärker auch zu nutzen, Daten, Digitalisierung zu nutzen, auf Basis von Daten auch zu arbeiten, von Nutzerdaten, um Erkenntnisse zu gewinnen und auch dann die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Und das ist das abschließende Plädoyer. Jetzt komme ich wieder vom Content zum Kontext. Ich glaube, man kann die beste Plattform haben und den tollsten Content. Das ist schon mal eine gute Basis. Wenn aber wirklich Veränderung stattfinden soll, und da kommt schon Führung, und jetzt nicht nur im Sinne von disziplinarer Führung. Ich glaube, Führung kann da in vielerlei Hinsicht stattfinden, dass das eigentlich auch ein Führungsverständnis ist, wirklich Lernräume zu schaffen, Räume zu schaffen für echte Dialoge, gerade in Phasen, in denen es so einen fundamentalen Umbruch gibt, und eben auch Inspiration zu schaffen, echt auch in die Aktion zu treten und Dinge auszuprobieren, Mut zu erzeugen, Dinge auszuprobieren, im Kleinen, vielleicht dann auch im Großen und in Schritten voranzugehen. Und das ist einmal ein Führungsverständnis, das wir dann auch zur Unterstützung dieses ganzen Themas und nochmal zurückblickend auf die Dinge, die sich da bei uns im Umfeld verändern, damit auch einen Umgang zu finden. Also das Thema Führung, Lernen, kontinuierlicher Dialog ganz stark zusammenzubringen und damit auch einen Unterschied zu machen. So, das war die Geschichte, die Entwicklung, auf der wir uns gerade befinden, also so eher so ein Überblick, und freue mich sehr auf Fragen, Kommentare. Vielen Dank.